Ja, heute ist der Tag, wo wir nach Oschersleben fahren und es hat nichts geklappt. Nichts. Die Farben sind bis jetzt noch nicht da. Wir haben es jetzt 10.30 Uhr. Jetzt ist der Wohnwagen vorbereitet, abgeschliffen, ohne Fenster. Ja, und jetzt ist der Notfallplan, dass wir die neuen Fenster einbauen, notdürftig einbauen, dass sie erstmal halbwegs, also dass sie dicht halten die nächsten 3-4 Tage. Eine Matratze kaufen, Bettzeug kaufen, Wohnwagen leerräumen, der ist ja auch noch voll mit Arbeitsmaterial. Hinten seht ihr schon Feuertonne und Stühle, wenn ihr sie seht. Also der Ford ist schon halbwegs gepackt, nur im Innenraum noch nicht. Ich hole jetzt auf jeden Fall erstmal den Smiley-Kopf ab, der wird sich freuen auf die Aufgaben, die auch noch auf uns zukommen, bevor wir hier abfahren können. Genau, soweit ich mitgekriegt habe, haben wir auch noch keinen Grill. Ach, ich muss ja den Typen noch runterholen. Kommst du runter, Kevin? Was auch noch eine Idee war, weil es ja Unwetter geben soll und wahrscheinlich der Campingplatz mit Wiese ist, dass ich mich ja nicht festfahre. Es wäre ja peinlich mit den Straßenreifen, dass ich noch die Geländereifen draufziehe, aber ich will die Jungs nicht überstrapazieren, die drehen sonst noch durch. Ich hatte bis eben einen Durchfall, ich weiß nicht, ob... genau, sag das vor der Kamera. Ach so. Ob das so gut ist mit deinem Durchfall? Ich sehe nee, nicht, wer du bist. Na gut. Oh, es brennt ganz schön, aber das Brennen finde ich gerade geil. Das ist aber nichts mit Tabak gemeint, oder? Kein Tabak drin. No tobacco. Ich weiß, die letzten Mal, die Dinger, die waren echt so brutal. Haben ähnlich gebrannt jetzt wie jetzt. Echt, ja? Und nach einer Viertelstunde war finito. Einkaufen? Genau, ich muss noch eine Matratze und Bettzeug kaufen. Ja, los. Was hast du für Maß? Ich wollte jetzt erstmal, weil es nicht so weit wäre, ins italienische Bettenlager. Ins italienische Bettenlager gucken. Es geht so gut. Achso, machst du ein Navi? Geh mal, Junge. Sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir essen das und danach knallen wir uns das hier rein. STRONG. Strong. Auf jeden Fall sind wir jetzt unterwegs, füllen die Karre nochmal mit etwas Stoff voll, und zwar Treibstoff. Und dann kümmert sich Kamerad Smiley-Kopf um die Navigation. Geil, ey, Schnitzelbrötchen. Warum liegt da noch ein separates Schnitzel? Das ist ein kleines, das war übrig. Also, der Stoff. Der Anhänger hatte schon gut Luftdruck, 2,5 bar. 2,5 bar. Das passt so. Der sieht geil aus, der T5 oder 6 oder was auch immer. Da ist noch eine ganz schöne Brrr drin. Nicht vergessen, das kommt hier ins Internet. Da ist eine Lecke drin. Achso, der kann ich jetzt angemacht hast. Kleines Hörspiel. Noch ein bisschen Slipknot. Die werden rennen, oder? Guck mal, wie schämisch die schon grinst. Oh, renn mit der Asse ein, Mann. Nee, lass. Brauchen wir noch mehr Aufmerksamkeit auf uns. Ja, stimmt. Das letzte Mal, wo ich mit einem Anhänger ein Rennen gehabt habe, da stand der Jeep hinten drauf, also 3 Tonnen Anhänger hinten dran, halt mit Allrad und richtiger Kickdown an der Ampel. Da ist mir ja aus dem Turboschlauch weggeflogen. Hat er wohl zu viel Ladedruck produzieren müssen, damit er vorwärts kommt. Achso, ja. Ja, auf jeden Fall geht's jetzt los. Der Wohnwagen, wie ihr seht, ist nicht ansatzweise fertig geworden. Könntest du jetzt nicht rumknistern? Ja, der Wohnwagen ist nicht ansatzweise fertig geworden. Die Lackierung kam jetzt erst, oder die Farbe kam jetzt erst kurz bevor wir abgefahren sind. Dann haben wir jetzt einfach provisorisch die Fenster erstmal wieder eingebaut, haben Matratze und Co. gekauft für den Innenraum. Oh, jetzt strickt sich aber an. Geht immer noch gut vorwärts, das Ding. Jetzt waren wir noch einkaufen. Jetzt bin ich. Schön. Auf jeden Fall bin ich mit Smiley-Kopf jetzt unterwegs und wir fahren jetzt schon nach Oschersleben und da treffen wir dann unseren Kumpel Chris Smiles, der da schon auf uns warten wird mit leckerem Stöffchen. Genau. Und wenn irgendwas Wichtiges passiert, schalte ich euch wieder mit dazu.
warst der stolzeste Typ auf der Straße, auf jeden Fall. Mit dem Hänger kann sich fast jeder andere hinten anstellen. Boah. Glücklich. Das ist nur im Gang, einfach fünfter Gang. Wie ein Orkhorn. Ja. Was geht ab? Ah, Muschi. Ihr kleinen Pisser. Wir sind jetzt da. Zum Verbrauch 13,8 Liter und das war, hätte wirklich noch besser gehen können. Viel Stop and Go, viel sinnloses Beschleunigen. So, jetzt sind wir zu dritt. Was wir noch am Wohnwagen dran haben. Ach so. Hätte ich ganz vergessen. Boah! Dreiachs-Drehschemel. Geil! Das ist mein Ding. Irgendwie haben wir zwei uns weniger Gedanken um das Rennen gemacht, sondern mehr um die kulinarischen Genüsse und das zusammen rumhängen. Wieder, darum geht's ja auch. Bewegt eure Köpfe nicht so, ich muss immer einen scheiß Smiley über eure Köpfe machen. Man sieht euch eh nicht, ihr Mongo. Habt ihr eigentlich schon die A400M-Doku mit mir gesehen? Was? Du hast ja. Ich hab eine Doku mit dir. Ja. Darf ich deine Stimme mit reinnehmen ins Video? Von mir aus. Yeah, ich darf! Weil du hast so einen geilen Typen, ich hier rumhänge. Erster Tag an der Rennstrecke und wir müssen jetzt erstmal in den Hygienecontainer. Ja, ein bisschen duschen. Oh, vor allem freue ich mich auf Wasser trinken. Da schieße ich mir jetzt erstmal schön so einen Liter rein. Zeige ich euch mal unsere ideale Lösung fürs Aggregat, damit sich die Leute hier nicht so angepisst fühlen. Oh, Alter, ich trinke nie wieder Alkohol. Das ist der. Das Smiley-Kopf. In seiner vorherigen Zeit als Balletttänzer hat er das natürlich schon Jahre trainiert. Oh, Wahnsinn. Alter, ins Knie und wieder hoch. So autark ist, weißt du? Alter, du Reule! Du alter Ritzbimmel! Was denn? Du musst schön hier die Teflonbeschichtung mit abkratzen und Löffel. Warum nimmst du die Steine dazu? Ich hab keins. Ach ja. Zuteilung! Say what a thing, dry this truck cause I ain't got a tank. Yeah, yeah. I rock my Daisy Dukes, my boots, and I slay, yo. Yeah, yeah. Say what a won't, say what a thing, dry this truck cause I ain't got a tank. Yeah, yeah. I rock my Daisy Dukes, my boots, and I slay, yo.
day and drank all night. When I get drunk, I like to fight. You think I'm pretty, you think I'm the nice one, but I'll bet your ass like Mike Tyson. Drunk all day and drank all night. When I get drunk, I like to fight. You think I'm pretty, you think I'm the nice one, but I'll bet your ass like Mike Tyson. Sieht nicht sehr schön aus. Komplett auch zum Kissen. Hinten 22. 18 vorne, hinten 22 Kilo. Nicht gut. Du mach ich doch gar nicht am Sack. Ist ja ekelhaft. Das weißt du nicht, hä? Ja. Du alter Gammler. So, ja, Spritzer, seid aber fertig. Ja, schön hier um 4 aufstehen. Genau, damit als erstes da unten da steht und auf uns warten kann. Das ist mein Toffifee. Boah, ist das kalt. Und das ist das Schöne am Morgen. Wie kalt ist. Siehst du erstmal deine Carinthia an? Das war. Ja, das ist die unromantisch ausgedrückte Variante. Ich muss aufpassen, dass ich nur rülpse. Du musst gleich raus rein. Ja. Dein Kulturbeutel hat sich auf eine Kulturreise begeben. Alter, habt ihr das jetzt? Ich weiß nicht, warum der gerade hier eine Badehose anzieht. Was hast du? Du bist noch so in und im Schwimmbad, duschst du noch mit Badehose. Ja, ja, genau, muss ja. Ich? Ja. Ich bin wohl die stumpfste Person, die es gibt. Ich sag's einfach nicht. Was willst du denn sagen? Hä, du. Ey, du sollst dich fressen? Der gute Mann macht ganz schön Stress. Sitting my truck, you know I'm riding high. All the pretty girls wait when I ride by. D.A. Clay all day, bring that Chevy my way. Sitting in my truck, you know I'm riding high. All the pretty girls wait when I ride by. Das war's jetzt mit Oschers Leben. Wir sind schon wieder auf dem Rückweg und haben den Chris Miles schon dort verabschiedet. In den nächsten Tagen wird der Wohnwagen fertig gemacht. Das heißt, nochmal alle Fenster raus. Dann von außen streichen, malern. Ist dann nämlich in ein paar Wochen schon wieder zum Einsatz. Und zwar geht's da zur DTM. An den Hockenheimring. Genau, so ist der Plan. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.